den Knopf erwischt. So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Ja, wir sind wieder Pinky und der... Ja, diesmal sehen wir die Folge auch beim Pinky. Beim Pinky sowieso. Beim, ja, die nächste, genau. Und ja, wir ist sind alles Quatsch. Hier nach wie vor auf der Multimap. Warum? Genau. Ja, einfach so. Wir sind immer noch auf der Multimap. Wir haben hier ein neues Feld, das wir gerade abernten. Und zwar, ich blende es mal kurz ein, Feld. Ach, was weiß ich. Wie 41. Wir 41? Genau. Und die anderen beiden haben wir übrigens abgeschlossen. Und genau. Ja, da wollten wir euch mitnehmen. Genau. Wir wollen es abschließen. Also auch bei mir. Genau. Ich mach Feld 3, du Feld 31. Ja, mach du eins und wenn wir so bei dir ankommen, mache ich das andere Feld. Schawupp. Boah, einmal abgeschlossen, 66, 9, 43, du der Nächste. Jo, aber das kommt dann. Erst. Na komm, machen wir es jetzt gleich mit. Nein. Abschließen. Ach, cool. 197, meine Lieben. Mhm. Jetzt schon wieder erst ein bisschen zu nehmen. Das heißt, wir brauchen noch 23.000 Euro. Mhm. Sind 220 oder 240? Für das letzte Solarmodul, das wir noch brauchen. 220, glaube ich, 44. 220 gehört sich auch schon, weil dann hätte man das Level 2 erledigt. Ich glaube, das haben wir schneller jetzt dann schaffen, glaube ich. Dann werden wir das auf alle Fälle in dieser Folge wahrscheinlich hinkriegen, spätestens in der nächsten Folge. Schwierig, würde ich sagen. Na gut. Also der Strohverkäufer. Ja, weil wir dann ja Saatgut nebenbei einkaufen. Dünger nebenbei einkaufen. Ja, das stimmt, da ja, wird ein bisschen abgehen. Aber diese oder nächste Folge, meine Lieben. Übrigens hätte ich noch was anderes gehabt. Wir haben schon wieder einen Auftrag, den wir machen konnten, nämlich Raps auf dem Nebenfeld. Na dann, hau rein. Bringt, soll ich das gleich annehmen? Bringt uns? Bringt Geld. Ja, wie viel? 66.100. Ja, cool. Anne? Ja. Ist total akzeptiert. Und dann gab es noch Mais oder Mais. Mais und Sonnenblumen, da wäre nämlich nie mehr drin. Aber da haben wir jetzt der Mix. Dann schalten wir nochmal. Ich bin voll. Ja, wenn du zurück bist. Was, du bist voll? Ja. Ja, ich sag ja, der geht jetzt volle Kanone ab. Ja, da geht was. Weil er jetzt einfach ein bisschen schneller unterwegs ist. Müssen wir echt zu zweit abtanken. Mhm. Kommt man so ein Stress hier. Wo müssen wir es eigentlich hin? Ja, ganz in Westen rüber. Das ist ja das einzige, glaube ich, was so das zweite ist jetzt auch gekennzeichnet. Ganz links unten. Fruchthandel Südwest. Ach, genau. Da unten. Wo? Da unten. Wo sind wir denn eigentlich? Ganz rechts. Da drüber. Das muss ganz links. Ach, hey Jemini. Da fahre ich verkehrt raus. Na egal. Einmal komplett Karten, einmal umrum. Einmal rumtigern. Einmal rum. Natürlich schon. Da ist eine Unterstellhalle, da haben wir eine nette. Im letzten Eck. Ja, haben wir schon gesehen. Ja, meine Lieben, wir haben den letzten Besuch von, welche Folge war das? Vor zwei Folgen, drei Folgen, den ihr vielleicht den einen oder anderen mitbekommen habt. Genau. Ja, da haben wir uns jetzt nochmal nachträglich getroffen, eine kleine Übersicht. Ja, ich würde so herausstellen, dass wir da ab und zu vielleicht mal ein Gemeinschaftsprojekt machen. Uns das noch offen lassen, inwiefern oder was da kommt, lasst euch einfach überraschen. Genau, schaut immer rein. Immer ein bisschen gucken bei den Videos oder auf Twitch, was da so kommen könnte. Abgeht. Genau. So, okay. Aber es bleibt natürlich alles euch so erhalten, wie ihr es gewohnt seid. Okay.
Der Strohabfahrer ist übrigens schon am Weg, anscheinend nach oben. Hä? Grüß Gott. Jo, bist du schon fertig? Ich bin. Was? Bist du schon abgelandet? Nein. Ich will gerade so. Ich bin jetzt einmal rundherum gefahren. Einen Ausstieg nicht gefunden. Heute habe ich es nicht so mit dem Ausstieg finden. Ja, und ich mit dem Einstieg. Nur mit dem Einstieg in die Videos und ich mit dem Ausstieg hier. Die Wegefindung ist halt irgendwie nicht so ganz meins. Kommt natürlich gut, wenn man jetzt einen neuen Abladepunkt hat. Ich mache mal ein paar Dinger zu. Und ist hier das alles so voll geklatscht. Man sieht ja gar kein LKW, genau. Sieht gar keinen Trecker mehr. Wieso? Ah, die. Also. Offen, dann Kursblech offen, dann links die ganzen Abkippgedönse sind offen. Huch. Da ist Sackgasse. Super. Hätte ich nur. Nein! Nein! Was machst du? Ich hänge mich am Baum fest. Hängst dir am Baum auf? Ich hänge am Baum fest. Ich wollte einmal rumfahren, schön um den Baum rum und ne. Das war wohl nix. Also wird es gerade dunkel, kann das sein? Ja. Und dann schlafen gehen. Ich würde sagen, dass wir die nächste Folge nämlich bei was machst du? Mit einem neuen Tag vielleicht beginnen, wobei wir dann gerade anziehen. Das ist auch wieder doof. Nee. Aber da braucht man eine Stunde. Das heißt in-game 2 Stunden. Oder? Warte mal. Warten wir halt ein bisschen länger. Ja, 40 so Minuten. 40 Minuten. Boah, ja. Schade. 8000 kommen rein beim Stroh. Mhm. Ja. Ja, dann kannst du das wirklich nur ausgehen, dass man das. 3 Strohverkäufe brauchen wir so mit. Mhm. Ich bin jetzt aktuell am Weg mit zum Abladen, oder? Okay. Ich suche meinen Weg noch. Und da geht's aber schwer der Berg hoch. Wo fährst denn du? Na, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Also, weil. Denke ich. Hier kam Berg hoch. Was? Irgendwie. Hä? Natürlich. Da geht's den Berg hoch. Durch den Wald dann durch. Achso, ja. Wo ist da so ein Berg hoch? Ein Berg, ja. Klar. Okay. So, ich bin hochvoll. Ich habe ja auch nur einen kleinen. Also stimmt, du hast ja. Ist das der kleine? Das ist der kleine. Kleine Glas, aber, der kleine, aber feine. Klein, aber fein, genau. Klein, fein und mein. Oh. Oh. Ah, jeder wie er am Morgen, ne? Ja. Übrigens, ETS kommt noch, meine Lieben, falls ihr das vermissen solltet. Da hatten wir jetzt 2-mal eine kleine Pause drin. Genau. Dafür kommen wir zurück mit einer kleinen Überraschung, aber da erzählen wir euch das nächste Mal drüber. Am Montag. Montag wieder, wenn alle Strücke halten und nicht reißen. Sehen wir uns spätestens dann nächste Woche Montag wieder. Übrigens möchte ich die schon mal ankündigen. Ich werde am 27. nicht da sein. Schön. Das ist ein Freitag. Ja, schön. Und jetzt? Ja, wollte nur sagen. Okay. Wenn du dich schon darauf einstellen kannst. Okay. Habe ich bis dahin eh vergessen. Genau. Aber ich habe schon mal gesagt und okay. Eben Videobeweis sogar. Habe ich es eingeschaltet? Ja. Sonst hab sie. Ist mir hab sie. Es ist aber gerade dunkel geworden, du. Dein anderes Licht echt Lichtschalter ausgemacht. Das ist doch komisch, gell? Klopst! Eine Stufe dunkler. Das ist echt witzig da auf der Map. Also den Berg meinst du? Ja, den wurde vorher nur nicht ein kleiner Berg. Ja, da bin ich schon hängen. Echt? Ich ja, hänge nicht, aber man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen langsamer wird. Echt? Das ist 71, geradeaus. Nee, das geht nicht. Deswegen war es vielleicht. Der fährt eh nicht so schnell, der fährt eh keine 71. Ja, der fährt, glaube ich, 50 oder so. Ja. Dem ist das sehr langsam, sehr angenehm. Gemütliches Fahren. Zeittreibend. Ja. Ist ja eh so, dass ich mich ständig verfahre. Für das ist es eh praktisch, dass man nicht so schnell unterwegs ist. Ja, wir müssen eigentlich schon wieder schneller unterwegs sein. Ich weiß, man müsste schon wieder da sein. Ich
kommt er gerade entgegen. Ja. Er ist halt auf deiner Seite, ne? Wo bist du? Ja, auf dem Weg zurück. Fast wieder umfällt. Nö. Dann musst du ja bei mir vorbeigeschummelt haben. Ja, fast. Eieiei, da kommt er. Jetzt. Ist gut aufgeholt. Da ist ein Verfolger. Na, moin. Moin, Meister. Ich glaube, meine Hupe hinterlegt ist. Eigentlich auf Null. Auf der Zahl Null. Nö. Nö. Es kann auch sein, das hört man hin und wieder nicht. Hier hört man das auch sehr leise nur. Irgendwo habe ich sie hinterlegt, aber ich weiß nicht wo. Ist ja auch wurscht. Genau. Jo. Wo ist es, Leute? Na komm. Jetzt aber. Ja, wir haben echt viel Arbeit. Wie schaut es mit den Grasfeldern aus? Aber da wird es jetzt dann wahrscheinlich. Morgen wahrscheinlich, wenn wir aufwachen, April, können langsam wieder das nächste Grasfeld soweit sein. Momentan ist da mir nichts reif. Ja, ich glaube ja, dass da das nächste dann reif ist. Das schaut gut aus. Der Sammler ist ja gerade eben beschäftigt. Ja, ja, der ist eh beschäftigt. Muss dann lieber warten mit dem Mähen. Wobei, mähen kann man ja. Im schlimmsten Fall ist halt noch mehr drüber. Muss das einfach liegen. Ja. Na gut, das nächste Feld hast du Raps genommen, ne? Da kann man eh nicht. Hat mehr kein Stroh. Ja. Der Drescher ist jetzt wirklich mittlerweile im Dauereinsatz, ha? Ja, so muss sein. Der ist bezahlt irgendwann. Der müsste schon abzahlt sein, der eigentlich. Der müsste bezahlt sein, ja. Selbst die Erweiterung hat selbst die Erweiterung gemacht. Software Update. So, bist du schon wieder im Feld? Ich bin an meinem Lieblingsbaum. Ah, schon vorher, wieder? Bevor ich vorher hängen geblieben bin. Ne, diesmal nicht. Also. Aber ich kenne ihn noch. Hat auch nur die Schrammen. Nee. Ich glaube ja, nicht. Ich bin auch am Rückweg. Ich fahre jetzt gerade den Berg hoch, da bei dem Wald. Ja, die 70 km/h. Naja, das sind halt 20 mehr. Ich fahre halt bis 53. Ne? Das Gaspedal ist durchtappt. Bei mir. So, lieber Drescher, wo hockst du? Wo bist du? Na, bist du jetzt am Feld? Jetzt bin ich im Feld. Ist am Feld. Wenn es der Drescher ist, ist er da vorne. Ja, der. Ja, es muss der Drescher sein. Ja. Naja. Der Strohsammler hat noch nicht gestartet. Ist auch schon. Ja, aber der hat auch schon wieder 65%, also das geht sich gut aus. Das passt doch, bis ich da bin. 65 sind sie. Da, jetzt muss man. Ah, jetzt geht er schon hoch runter. Ah, okay. Nee, okay. Macht aber ein kleines Eckle jetzt hier. Ja, das kann hin und wieder sein. Damit er auf die schönen, geraden, langen Bahnen kommt. Ja, aber dann müssen wir jetzt in die Frucht reinfahren. Meine Lieben, guckt weg. Genau, Augen zu und durch. Durch. So, ich bin auch schon wieder da. Ah, da ist er schon. Du wartest bis unten. Dann dürfte ich voll sein. Obwohl, das macht doch bloß einen kleinen Strichle. Wie fährt denn der jetzt? Ja, so ein ganz. Ja, so eine Mini-Ecke. Um auszugleichen. Dann stelle ich mich über hier hin. Und auch der fährt runter, nicht längs. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich schon voll. Okay. Der schaut auch gut aus.
schon schon gut aus. Wie hat der Konto schaffen im Ganzen? Wie meinst du? Dass er nicht tanken muss. Achso, der Drescher? Nein, der. Strohsammler. Nee, der. Silja, der Driller, der. Achso, der. Unser Saatkiste. Ja, genau. Der Saatkumpel. Das wäre natürlich sehr gut, ja. Der 8054 hat er noch, ja. Da kommt was drin, oder? Ja, und eine halbe Stunde hat er noch. Ja, das zum Werk, ja. Das sieht so gut aus, ja. Da, wo ist der Strohtyp? Der Strohtyp ist auch gleich wieder voll. Das ist bald schneller wie ich. Das war mein Problem. Also du hast den großen. Großer Hänger, kleiner Trecker. Wollen wir tauschen? Gut. Fahr gerne im Glas. Na eher, wenn man wegen Anhänger. Achso. Nimmst du einen kleinen Anhänger und eher wegen großen. Achso, ja, das könnte man vielleicht machen. Ja. Aber schneller fährt er ja dann trotzdem noch. Drescher wegkommen. Ja, fahr noch. Jetzt kannst du nach rechts. Oh, ich habe meine Hupe noch gesucht, aber noch nicht gefunden. Na, immer nicht. Vielleicht hast du keine verbaut. Wahrscheinlich hat er die nicht. Auch nicht. Mir winket, wenn es stört. Warnblinker. Oder drauf fahren. So, ja, wir fahren in die untergehende Sonne am Abend. Idyllisch. Sehr idyllisch. Idyllisch, muss ich gucken, dass ich mit meinem Baum hängen bleibe. Ja, genau, machen wir den Baum nicht kaputt. So schaut es mit dem Drescher aus.
Wir bleiben stehen und genießen den Sonnenuntergang. Das ist doch was. Da ist schon mal der Waldfee. Ja, da fährt er von alleine. Ich glaube jetzt nicht. Zu schnell rüber gewitscht. Gucken wir jetzt nicht mehr her von dem Dreschen oder da stehen und warten. Bleibt's gleich, oder? Mhm. So, aber jetzt gehen wir dann unser Asana 8000, das ist nur zu wenig. Der Stromsammler. So, meine Lieben. Haben wir schon wieder. Ja, wir sind schon wieder da, Freunde. Oi. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ja, es wird uns in der nächsten Folge auch noch ein bisschen verfolgen. Verfolgen. Die Ernte. Ja. Aber ich vermute mal, dass wir dann wahrscheinlich schon das Geld irgendwann zusammen haben werden. Erstaunt haben wir noch bei der Ernte. Ich denke mal, in den nächsten Level wird man aber rübergehen, wenn es wieder hell ist. Genau, glaube ja. Ja, in diesem Sinne. Somit. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao, ciao.